Die Jamaika-Sondierungen sind gescheitert. Die FDP brach die Gespräche mit Union und Grünen nach über 4 Wochen Dauerverhandlungen ab. Es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, sagte Parteichef Christian Lindner. Es hat sich gezeigt, dass die 4 Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel steht nun ohne regierungsfähige Mehrheit da. Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können. Natürlich mit Abstrichen. Immer wieder waren die Verhandlungen verlängert worden, doch am Ende erwiesen sich die Gräben zwischen den Parteien als zu groß, vor allem in der Flüchtlings- und der Klimapolitik. Eine Verständigung wäre möglich gewesen, guten Willen vorausgesetzt. Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit, auch da nochmal weiterzugehen, wo man eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Merkel will nun zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Dabei dürfte es um mögliche Neuwahlen gehen.